Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10, über welche die Und die folgenden beiden Tagesordnungspunkte 9 und 10 werden gemeinsam behandelt und betreffen eine Reihe an Änderungen in der ÖH-Wahlordnung sowie einen damit verbundenen Oppositionsantrag der FPÖ. Die Gesetzesänderungen betreffen die Wahlberechtigung für Studierende in pädagogischen Hochschulen, die ein Studium an zwei Bildungseinrichtungen belegen. Außerdem soll es zur Stärkung der Wahlbeteiligung bei den ÖH-Wahlen künftig vorgezogene Wahltage für berufsbegleitende Studien und für duale Studiengänge geben. Mehr Transparenz soll es bei der Verwendung der ÖH-Beiträge geben. Neu geregelt werden soll nach dem Wahlkartendebakel, das zur Verschiebung der Bundespräsidentenwahl führte, auch die Stimmabgabe per Wahlkarte bei den ÖH-Wahlen.